als allererstes Mal bin ich ein Unternehmer geworden, Gott sei Dank, spät in meinem Leben. Angefangen als klassischer Manager, der durch Industriekarriere gelaufen ist, die Karriereleiter hochgestiegen ist und irgendwann ein Gefühl in sich gehabt hat, dass er unzufrieden ist mit dem Leben, wie es weitergeht. Die nächste Karrierestufe erschien nicht mehr noch verlockender zu sein. Und dann begab es sich, dass eines Tages ein Mensch auf meiner Matte stand, der lange Zeit als Dienstleister für mich gearbeitet hat. Und der hat gesagt, pass auf, ich bin jetzt so lange in dem Geschäft unterwegs, ich will aufhören, ich will in Ruhestand gehen und du musst meine Firma kaufen. Und ich habe einen großen Fehler natürlich dabei gemacht. Ich habe die Firma ungefähr 10 Tage vor 9/11 gekauft. Und das war damals also ein Stahlbad, wie man so schön sagt, durch das du als Unternehmer gehst, wenn dein Anfang gleich in eine solche wirtschaftliche Verwerfung reinläuft. Du hast 3 Kinder zu Hause, Familie, möchtest also sicherstellen, dass die auch vernünftig leben können. Also da war schon eine ganze Menge Druck, aber insgesamt, glaube ich, bin ich da gut durchgekommen. Also habe auch immer wieder das Gefühl gehabt, das Vertrauen gehabt, dass die Leute, die in der Firma waren, dass ich das mit denen schaffen kann. Da war genug Energie da. Die waren zwar auch natürlich genauso nervös, auf eine gewisse Art den Job zu verlieren, aber gleichzeitig war eine ganze Menge an Kraft da zu sagen, da kommen wir durch, da stehen wir durch, da schaffen wir. Und unsere Kunden sind dann auch peu à peu wieder lebendig geworden, haben wieder Budgets ein bisschen freisetzen können. Und dann ging das letztendlich gut. Damals waren wir so 22 Leute, heute sind wir 40. Also wir sind aus diesem Stahlbad gestärkt rausgekommen. Aber es war kein einfacher Einstieg. Da habe ich schon das eine oder andere Mal gedacht, hast du wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Dieses Thema Marken leben, Marken erleben, ist eines, das heute geradezu wieder die Unterstützung von richtig zielorientierter Marktforschung und Markenberatung braucht. Ich bin ein absoluter Markenmensch. Ich liebe Marken, ich liebe Werbung, ich liebe Verbraucher, wie die Menschen und Marke interagieren, das ist meins. Ich möchte eine neue Art Marktforschung haben. Ich möchte eine, die den Schlüssel zu der Beziehung zwischen Mensch und Marke liefert. Ich bin Berater natürlich, aber ich bin einer, der nicht einfach aus Erfahrung berät, sondern der auf Basis harter Informationen, die wir aus dem Markt holen, wenn wir mit den Menschen arbeiten, wenn wir sie fragen, der daraus dann die wichtigen Dinge rausziehen kann, rausfiltern kann, auf die sich unsere Kunden konzentrieren können. Ja, tatsächlich klingt komisch. Heute hat jeder gelernt, dass irgendwo man sich auf die Kunden sich konzentrieren muss, die besser verstehen muss, denen mehr Leistung geben muss. Und gleichzeitig, wenn man in eine Geschäftsleitungssituation reinguckt in einem Unternehmen, dann merkt man, dass dieser Kunde zum Teil wirklich gefühlt im Weg steht. Und der eine oder andere dann echauffiert sagt, ja, warum müssen wir denn das alles machen? Warum begreifen die denn das alles nicht? Und wir haben doch jetzt, gerade wenn man in einem Gebiet arbeitet, wo Ingenieure den Ton angeben, die sich ja in der kleinsten Granularität mit ihrem Feld beschäftigen, die ihre Produkte aus dem FF können, die viele geniale Ideen da reingesteckt haben, dann sagen, warum im Himmelsherrgott begreift der Kunde dieses Handy nicht? Das muss doch gehen, was das alles kann. Warum kauft er das nicht lieber als ein anderes Handy? Und dann steht für diese Leute steht der Kunde wirklich im Weg, weil er sagt, ich will einen anderen Kunden. Ich will den, der das versteht. Ich will den, der genauso viel von der Materie versteht wie ich. Und den suche ich mir eigentlich. Und das geht schief. Ich komme aus dem klassischen Marketing. Ich habe richtig Marketing so gelernt, in einem damals sehr, sehr starken Laden Unilever, mit Handbüchern, wie man Marke macht. Und damals konnte man im Nachhinein, kann man das so sehen, konnte man Marke noch wirklich machen. Das geht heute nicht mehr. Und das ist das, was, glaube ich, ganz viele Leute sich schwer tun, die genauso wie ich noch dieses alte Markenmodell gelernt haben, die jetzt versuchen, auf die veränderte Zeit mit Hyperwettbewerb, mit Informationstsunami zu reagieren, zu sagen, ich muss es jetzt einfach nur noch ein bisschen besser machen. Nur es kommt bei keinem Kunden mehr an. Und jetzt hinzugehen, zu sagen, so, deine Marke wird nur noch überleben können, wenn deine Zielgruppe, deine Carina in der Lage ist, sie zu erleben. Und in dem Erleben sie möglichst gut zu verstehen. Und zwar nicht im Detail mit 35 Sachen, sondern am besten ein Gefühl dafür kriegt, warum es diese Marke überhaupt gibt. Was treibt diese Firma an, die diese Marke herstellt? Was ist dahinter? Was ist da für eine gesellschaftliche Verantwortung dahinter? Und dann hat sie eine Chance, das zu begreifen.
Sie geht zur Kasse, bezahlt, geht zum Auto, packt alle Sachen ins Auto ein. Das Auto fährt sie noch nicht so lange. Es handelt sich um ein Opel. Wie sie ist zu dem Opel gekommen? Auf dem Weg, den sie häufig fährt, an einem Opel-Händler vorbeigekommen, der irgendwie eine große Aktion hatte. Sie ist rein. Der Verkäufer hat sofort erkannt, wen er da vor sich hat. Dass Carina keine Frau ist, die sich richtig für Autos interessiert. Er hat sie Autos erleben lassen, hat einfach gesagt, hier, guck dir das an, reinsetzen, gucken, Klappe, alles anschauen. Und ein paar Wochen später hat sie dann einen jungen Gebrauchten gekauft. Wenn ich Carina frage, was für ein Opel sie fährt, muss sie wieder einen Augenblick überlegen. Dass es ein Zafira ist, fällt ihr sofort nicht ein. Ihr fällt auch nicht auf, warum sie eigentlich einen Opel gekauft hat. Also der Hintergrund dafür ist aus meiner Sicht in der Homo economicus-Schiene. Wir tun uns wahnsinnig schwer zu erkennen, dass der da auf der anderen Seite ist, ein Homo heuristicus ist. Was ist jetzt mit unserer Carina? Ist sie Markenfetischistin? Zum Teil kauft sie ja Marke. Hat sie eine Markenignoranz? Ist sie schizophren? Oder ist sie einfach Mensch? Deine Marke wird nur noch überleben können, wenn deine Zielgruppe, deine Carina, in der Lage ist, sie zu erleben und in dem Erleben sie möglichst gut zu verstehen, und zwar nicht im Detail mit 35 Sachen, sondern am besten ein Gefühl dafür kriegt, warum es diese Marke überhaupt gibt, was treibt diese Firma an, die diese Marke herstellt, was ist dahinter, was ist da für eine gesellschaftliche Verantwortung dahinter, und dann hat sie eine Chance, das zu begreifen. Was mir den allergrößten Kick gibt, ist ganz trivial, wenn wir sehr tiefenpsychologische Studien mit Menschen machen und ein Aha-Erlebnis bekommen, warum die sich in einer Kategorie wie verhalten. Wenn wir verstanden haben, was da tatsächlich der Treiber dahinter ist, das ist ein Flash. Jedes Mal wieder. Ist großartig. Also wenn ich einfach begriffen habe, dass irgendwann auch der beste Arzt nicht mehr in der Lage ist, der Informationsflut Herr zu werden, wenn ich verstehe, dass der genauso einen Wahrnehmungsfilter einsetzen muss, um psychisch gesund zu bleiben. Und wenn ich dann verstehe, was ich für eine Hürde überwinden muss, wenn ich eine neue, gute Therapie in den Markt bringen will, damit ich an diesen Wahrnehmungshürden vorbeikomme. Großartig. Fantastisch. Gibt nichts Besseres. Und das Zweite, das noch Schönere ist, wenn du dann das dem Kunden präsentierst und du kriegst das entsprechende Feedback, das ist ein Flash. Dass einfach die Leute da sitzen und sagen, ja, so genau die Frage wollte ich beantwortet haben, da ist die Antwort, damit kann ich was anfangen, damit kann ich arbeiten. Und das ist Honig, das ist Manna, das ist ein richtig geiler Tag.